schönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf Trottelinatz. Wir haben heute nochmal ein Beta-Special. Also ihr seht schon, das ist so die Beta-Woche bei uns. Nicht die Alpha und nicht die Omega-Woche, sondern die Beta-Woche. Und zwar zocken wir jetzt nochmal die Doom-Beta. Ich habe ja schon mal vor kurzer Zeit, ich glaube vor 2 Wochen, die Closed-Beta präsentiert. Und jetzt gibt es die Open-Beta, wo jeder mitspielen kann. Das heißt, sogar so Leute wie Toffi können mal mitspielen. Ja, sehr geil. Deswegen habe ich mir Toffi gleich gepackt, Pia schaut auch zu und wir zocken mal gleich eine Runde. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, ich spiele es gerade zum allerersten Mal. Das kann ja lustig werden. Was? Ich habe gehört, bei Shootern schießt man traditionell mit dem rechten Finger. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist die wichtigste Taste in dem Spiel, der Rest wird nicht so wichtig sein. Rechter Bumper ist Waffewechsel. Das ist der hier, okay. Genau. Ist jetzt schon, alle Voraussetzungen sind erfüllt, ja, dass es ein Top-Match wird. Toffi hat den rechten Bumper gefunden, das kann nichts mehr passieren. Das ist der Bomb. Nicht zu oft lachen, nicht zu oft drücken, sonst lädt das Spiel. Ich fange einfach mal klassisch an. Genau. Sturm. Also wenn ihr die vorigen Videos noch nicht gesehen habt, es gibt ja Loadouts, die man zu Beginn wählen kann. Und im Prinzip, man kann auch eigene zusammenstellen, aber so weit sind wir leider noch nicht. Nee, aber der Raketenwerfer ist ja gut. Das passt. Ja. Macht mir nichts verkehrt. So, jetzt such die Feinde, Toffi, such sie. Ah, okay, mit A macht man doppelt. Nein, das ist wohl die Lava. Da okay. Geht's nicht lang, Toffi, lauf doch jetzt. Ich wollte mir die Map halt mal ein bisschen anschauen. Ich wollte hier mal die Stimmung und. Der Typ ist schon längst verloren in der Zeit, bis du das machst. Wow! Schönes Ding. Nice. Ganz wichtig, alles an Health und Rüstung. Oh, verdammt. Ja, und aufpassen, wo man hinspringt. Jetzt kannst du so ein Ding wählen. Okay, ich hab einfach irgendwas gedrückt. Harter Nachschubtimer. Ganz wichtig, immer alles an Rüstung und Health aufnehmen, was so rumliegt, weil es regeneriert ja nichts von selber. Ist wirklich oldschool, der Shooter. Ja. Oh, der Nachschub-Timer hat es angezeigt. Da kommt die Dämonenrune demnächst. Die müssen wir uns sichern. Aha. Oh. Also, das habe ich vorhin schon mal gesehen. Ich habe es vorhin auch mal gespielt. Also bei der Dämonenrune, wenn man die halt aufnimmt, verwandelt man sich halt in so ein total mächtiges Monster, das alles kaputt macht. Deswegen, die ist sehr, sehr wichtig. Also, ich würde in dem Bereich, wo du eben warst, würde ich auch so ein bisschen rumgeistern. Kann man irgendwie. Also, 47 Sekunden dauert es noch. Sprinten gibt es nicht, nein. Ah, Ich finde die Rockets ehrlich gesagt gar nicht so geil, muss ich sagen. Die machen schon gut Schaden, Alter. Ja, schon so 50, wenn du triffst, aber musst du halt. Ja, das stimmt. Ja, das Blast Damage ist halt fast gar nicht existent. Toffi, hast du nie Free Willy 3 gesehen? Du musst dahin zielen, wo der Wal sein wird. Ach so. Nicht dahin, wo der Wal ist. Okay. Oh, wir meinen zwei Leute erwischt, kann man nicht sagen. Ja, passt ja auch. Wird er in Free Willy 3 gejagt, oder was? Ja. Okay. Und im dritten Teil wird er gegessen. Und die Moonrunde ist da. Andere Richtung wird angezogen. Okay. Und der Gegner hat's jetzt weg. Okay. Ich versteck mich. Ja. Denk ja nicht dran. Was hat denn der für so eine komische Erbsenpistole eigentlich? Die ist gut, das ist Plasma-Gewehr. Das ist relativ. Oh, ich mag den Xbox One Controller voll gern. Das ist nochmal ein Stück ergonomischer und besser. Nicht so, dass wir bezahlt werden von Microsoft, wir würden es gerne. Also wenn Microsoft da zuschaut. Oh, da! Rechts da unten liegt eine Spezial. Ah, okay. Ja, ich komme da nicht. Okay, Gegner hat die Spezialwaffe. Dann mach ihn kaputt. Nein. Der muss sich einmal treffen, dann bist du down. Das Gauss-Gewehr, das Ding, bräuchte man gegen den Revenant. Achso, wenn du A gedrückt hältst, kannst du clambern. Also wenn du dann da so hoch hinfliegst, mit Double Jump, kannst du da halt hochklettern. Jetzt in den Boden. Na, nice. So, das ist auch schön. Viel Leben noch. Ja, okay. Du kommst schon mal mit dem Rockets relativ gut klar. Achso, ja, ich war einfach zu faul bisher, um meinen Loadout. Nee, aber mich wundert's, weil ich mit den Rockets habe ich gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ich finde, die spielen sich relativ ähnlich wie die. Also mal davon abgesehen, das ist ein ganz anderes Spiel, ist aber ganz ähnlich wie der Raketenwerfer in UT. UT. Ja. Stimmt. Man sieht schon so die historischen Zusammenhänge. Besessenheit beendet. Stimmt. Was ich aber ehrlich gesagt ganz angenehm an dem Spiel finde, ist, dass es ein bisschen langsamer ist als Unreal Tournament. Ja, es wäre auch immer noch ziemlich schnell. Ja, klar, es ist schnell, aber es ist halt. Ich finde das doch etwas einfacher, da reinzukommen. Da kannst du hoch. Du kannst Double Jumpen. Man hat Double Jump, ne? Du kannst in der Luft nochmal aktiviert. Was sind die blauen Container? Hier leben, aber du hast schon volles Leben. Und was machen die Grünen dann? Das ist Rüstung. Ah. Boah. Zwei. Oh, ja, getötet, ne? Alter. Ah, schade. Schade, aber ich glaube, dein Team. Der stand auch mit der Pumpgun da oben gebaut. Ja, dein Team kriegt sich nur das Pass. Du hast auch mit linken Trigger den zweiten Feuermodus. Gut. Aber wir liegen halt trotzdem ganz schön weit zurück. Also wahrscheinlich, weil. Bei dem weiß ich nicht, was er macht. Vielleicht schaltet halt der auf, ich kann nichts. Weil die Gegner halt die Power Weapons hatten, oder? Vielleicht hat der Rocket auch keinen zweiten, ich weiß nicht, was das gerade war. Ja, die Gegner hatten ja die Dämonenrunde. Und halt das Gauss-Gewehr.
Ich will mal spontan tippen, Toffi liegt es nicht, weil der macht auch nicht Chris, oder? Ja. Und wenn der, wenn da so Gold leuchtet, dann kannst du mit rechten, Stick. Mit rechten Stick, wenn du den reindrückst, einen Nahkampf-Kill machen. So, einmal noch mit Raketenwerfer und dann, probieren wir was anderes. Snipen wird auf der Map wahrscheinlich schwierig, weil es ja, sehr ja, verwinkelt ist, aber dieses Sturmding ist ganz cool. Also ich habe es noch nicht nachgecheckt, aber in der Open Beta gab es nur zwei Maps. Also wahrscheinlich sind das jetzt genau hier auch diese zwei. Wir haben davor haben schon mal eine Runde gespielt und haben uns reingeschaut. Ach stimmt, aber ich glaube da hast du nur eine, also die ist jetzt weg. Oh, die Mondrunde ist gleich da. Ja. Oh, der hat schon Spaß. Okay, warte, das hat nicht gezählt. Oh, Verbündeter hat den Revenant. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Typen vielleicht mit dem Gaussgewehr platt machen. Ja. Strecke ihn nieder mit all deinem Zorn, Toffi. Ja, wenn ich ihn sehen würde. Der da zum Beispiel. Das ist nicht der Richtige, aber wenn der stirbt, ist auch gut. Schön. Nice. Oh. Das ist nee, das ist meine. Das ist ein Verbündeter. Aber jetzt einfach die Leute ausschalten, damit wir halt so lange wie möglich den Revenant haben. Hinter dir kommt, genau. Nimm mal da Leben, ja. Da. Das ist ja kein Leben, Junge. Das ist wirklich tatsächlich etwas, woran man sich wieder gewöhnen muss, wenn man das von heutigen Spielen immer kennt, ja, dass ja, man alles dass regeneriert. Man, ist es halt dieses... Dass man nicht einfach irgendwo in der Ecke sitzt und wartet. Aber so. ich finde gerade das Spiel ist, Hinterhalt ist cool. Ist eine total geile Kombination aus Oldschool und neuen Elementen. Also ich finde zum Beispiel mit Loadouts finde ich gar nicht so schlecht. Ja, es kann da so ein kleiner Arena-Shooter schon Sinn machen. Ja. Und in sich kein Freund von Loadouts, aber da findest du... Oh, nein, ich war auch noch gecrouched. Okay. Camper. Ja, der macht einfach so viel Schaden. Was ist denn, wie wechsel ich Waffe eigentlich? Rechter Bumper. Ah, okay. Hast du noch eine Schrotflinte? Du kannst übrigens immer starten. Also achso. Dämonenbesessenheit beendet. Ja, die Schrotflinte, kann ich nur sagen, ist hervorragend. Die macht auf kurze Distanz schon ziemlich viel. Ja, die macht halt das, was eine Schrotflinte macht. Oh, der liegt sehr viel Health. Schild, Mann. Ganz wichtig, sich immer umschauen, alles an dem Schild aufnehmen, was man finden kann. Mhm. Achso, ich kann immer spawnen, okay. Also meine Hoffnung ist ja, dass ich die beiden hier genauso begeistern kann für das Spiel, wie ich begeistert bin, weil ich finde das so gut. Also es das ist schon ganz cool. Hat mich schon lange nicht mehr so geflasht beim Multiplayer-Shooter. Ja, macht Spaß. Wenn ich aber wenn, dann würde ich es auf dem PC spielen. Noch ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem PC eher passt. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Da lag übrigens Health. Okay. Also ich würde es schon auf dem... Klare Niederlage, ja. Komm, ja, drück mal rein. Ja. Ja, das heißt klar. Können wir uns noch die Stats anschauen. Also eine coole Runde auf jeden Fall. Nee, du hast dich ganz gut geschlagen. Also besser als ich auf jeden Fall bei meiner ersten Runde. Ey, was willst du? Was willst du? Komm her! Und der Kartendance. Diese Pauserei. Also ich bin echt mal gespannt, wie es dann im Endeffekt wird, weil... es ist halt tatsächlich mal eine Chance, in so einem Spiel komplett neu einzusteigen, weil wenn du jetzt in Unreal Tournament oder Quake einsteigst, hast du ja, mal gar keine Chance. Ja, die Leute, die das immer noch spielen, sind halt einfach viel zu gut. Das ist schon so. Ja, aber cool zusammen sind doch eigentlich eh nur noch alte Pros, die das zocken wahrscheinlich das Game, oder gelegentlich mal auf LANs vielleicht. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Ja, ist halt die Frage, ob es, willst du auch noch größere Maps und ein anderes Spiel, ja, ein anderes Spielmodi wird es gibt noch andere Spielmodi, ja, und bei den Maps, das sind ja erstmal die zwei für die Beta, es gibt natürlich logischerweise am Ende noch mehr. Mhm. Sagen wir Punktanzeige, geh mal kurz drauf. Ja, 10, 14 ist okay, würde ich sagen, für die erste Runde. Nee, gut, ich hoffe... Entschuldigung. Kein Problem. Ich hoffe, es hat euch gefallen, außer der Nieser, der hat natürlich jetzt... hinterlasst bitte Kommentare, wie euch der Nieser gefallen hat. Ja, Daumen hoch für den Nieser. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.